Hallo, heute Teil 2 der großen TV-Ereignisse der 70er Jahre. Heute geht es um keine Quizshow oder sowas, sondern es geht um einen Tatort. Der wurde ausgestrahlt am 27. März 1977, da war ich 16 Jahre alt. Und der Tatort war nach der Ausstellung Tagesgespräch. Er ist einer der bekanntesten Tatort-Sendungen überhaupt. Vielleicht abgesehen von etlichen Schimanski-Folgen, die in den 80er Jahren gekommen sind. Viele wissen jetzt schon, was es geht. Er hat eine Schauspielerin nach Hollywood gebracht aus Deutschland und einen Regisseur eben auch. Und zwar handelt es sich um den Tatort Reifezeugnis. Klickt es jetzt? Ja, okay. Der Regisseur war kein geringerer als Wolfgang Petersen, der später nachher Das Boot gemacht hat. Oder wie Filme wie Enemy Mine, diesen Science Fiction mit Dennis Quaid und Louis Gossett Jr. Oder aber auch In the Line of Fire zum Beispiel. Und die Schauspielerin, die die Hauptrolle gespielt hat, damals 16 Jahre alt, oder hat eine 16-Jährige gespielt, das war Nastassja Kinski, die Tochter von Klaus Kinski. Kurz zur Handlung. Die Schülerin Sina Wolf, 16 Jahre alt, auf einem Gymnasium, also besserem Hause, hat ein Liebesverhältnis mit ihrem Lehrer angefangen, dem Lehrer Helmut Fichte, gespielt von Christian Quadflick. Und ein Mitschüler, der sie lange mit ihr befreundet war und sie sehr verehrt hat, hat von dieser sexuellen Beziehung Wind bekommen, hat sie beobachtet, wie sie intim wurden an einem Badesee, war tief gekränkt, seelisch schwer verletzt und hat dann die Schülerin Sina erpresst. Er würde das alles auffliegen lassen, wenn sie nicht mit ihm intim würde oder Sex haben würde. Sie hat zugesagt, sie sind an den See gefahren. Es ist dann auch gleich zur Sache gegangen. Der Schüler ist über sie hergefallen, der Freund, der Michael. Und Sina hat dann während des sexuellen Übergriffs einen Stein ergriffen und hat ihn erschlagen. Als Täter, oder sie hat dann gesagt, sie sei angegriffen worden von einem Vergewaltiger. Michael sei zur Hilfe gekommen und der sei dann erschlagen worden. Zur selben Zeit wurde da auch ein Serienvergewaltiger gesucht. Dem wollte sie das in die Schuhe schieben. Im Lauf des Films ist nachher halt die ganze Sache aufgeflogen. Der Kommissar Schwarzkopf, Klaus Schwarzkopf hat den gespielt. Der Kommissar Finke ist nachher hinter die Beziehung gekommen. Es ist noch mehr passiert in dem Film. Kurz bevor dieser Michael erschlagen worden ist, hat er sich einer Mitschülerin noch offenbart. Die wusste jetzt auch von dem Geheimnis und hat dann auch den Lehrer erpresst. Er hat ihr dann Mathearbeiten beschafft von seiner Frau, die auch Lehrerin war. Die wurde übrigens von Judy Winter gespielt, die Frau Fichte. Und so wurde es immer verworrener und verdrehter. Und am Schluss wusste diese Sina keinen anderen Ausweg mehr, als sich selbst umzubringen. Sie hat die Waffe von ihrem Vater genommen, ist an den See gefahren, wollte sich erschießen, konnte aber die Pistole nicht bedienen. Und dann wollte sie ins Wasser gehen und sich ertränken, aber sie konnte ja schwimmen. Und letztendlich hat sie dann überlebt. Der Kommissar ist rechtzeitig gekommen. Was gibt es da noch zu erzählen? Ja klar, jeder war danach irgendwie scharf auf Nastassja Kinski. Was man damals im Fernsehen nicht so häufig sah, oben ohne Szenen, also Nacktszenen. Und sie war damals durchaus hübsch anzusehen, die Nastassja Kinski. Das hat ihr nachher auch den Weg nach Hollywood geebnet. Und noch so eine Geschichte am Rande. Dieser Klaus Schwarzkopf, der diesen Kommissar Finke gespielt hat, war ja ein älterer, biederer Mann. Und der ist 1991 an einer Lungenentzündung gestorben. Was sich später herausstellte, was auch schon gemunkelt wurde, ist er an AIDS gestorben. Das war genauso überraschend wie damals die Geschichte von Walter Sedlmayr zum Beispiel. Da sehe ich da ein paar so Parallelen von dieser
von diesem Doppelleben, das der geführt hat. Und nächsten Tag natürlich in der Schule war das Tagesgespräch. Ich war da in der 9. Klasse. Habt ihr den Tatort gesehen? Nastassja Kinski, oben ohne und so weiter und so fort. Also unvergessener Tatort. Wie viel Tatort kennt ihr sonst noch, über die man heute noch redet? Nach 40 Jahren, über 40 Jahren, nicht viele wahrscheinlich. Einer fällt mir noch ein, aber das wird vielleicht einmal ein anderes Thema werden. Das war's auch wieder. Kurze Unterhaltung heute an einem trüben Herbsttag. Bis zum nächsten Mal. Servus.